Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Friday Night SmackDown im Opener. Sanchez gegen Bill Goldberg, den Master of the Jackhammer. Kann man so sagen. Da bin ich mal gespannt, wie dieses Match hier ausgeht. Ja, Goldberg, der pfeffert da mal kurz Sanchez einfach mal so aus der Luft. Aber man darf einen Sanchez nicht unterschätzen. Er hat viel Erfahrung, viele Matches, noch kein Gold bisher gehabt. Aber er hätte es mal verdient. Und Goldberg hier mit einem wunderschönen Backdrop. Auch sehr toll gemacht. Und was macht Sanchez? Eine Kopfschere. Damit hat Billy Boy wohl nicht gerechnet. Ja, da wirft er ihn einfach mal übers oberste Ringseil. Und irgendwie kommt mir hier Goldberg, weiß ich nicht, der wurde ein bisschen komisch erstellt, weil der Oberkörper ist so breit und groß und dick und, weiß ich nicht, er hat so dünne Beinchen. Weiß ich nicht, hat der Original Goldberg das auch so dünne Streichholzbeine im Vergleich zum restlichen Körper? Die Oberarme sind ja dicker wie die Beine. Komisch. Und nur einen quadratischen Körper. Irgendwie sieht aus wie so ein Rechteck. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall fegen sich die beiden jetzt draußen herum. Da bin ich mal gespannt, wer hier in diesem Match als Sieger hervorgeht. Weil Sanchez jetzt verdient. Goldberg natürlich auch, weil Goldberg ist Goldberg. Will natürlich auch irgendwann mal nach dem Gold greifen, ganz klar, das will jeder. Und ein Backdrop. Was für einer. Na, da fliegt Sanchez mal ein bisschen daneben. Gut, der Double Axe Handle von Goldberg ging auch daneben. Na, Goldberg packt sich in hier, schöner Headlock und ein Neckbreaker. Ganz genüsslich durchgezogen. Ganz langsam. Und da packt er ihn und wirft ihn einfach weg. Einfach mal so. Und auch sehr schön gemacht hier im Toss. Ah, das lässt sich jetzt Sanchez nicht bieten. Ich schätze mal, Goldberg hätte einen Aufgabegriff oder sowas vollzogen. Oder er wollte einen machen. Ich habe keine Ahnung. Na, da wurde ein Konter raus. Goldberg immer auf der Höhe des Geschehens. Und er ist auch größer wie Sanchez. Also er guckt einfach mal über Sanchez rüber. Und noch eine wunderbare Kopfschere. Gut, hätte Goldberg das so konnte, wäre es eine Powerbomb geworden. Und da packt er ihn. Uiuiui. Da hat er wirklich die ganze Kraft seiner Leisten beansprucht. Um aus diesem Move da hinaus zu. Besser, um ihn durchführen zu können. Ein harter Tritt gegen die untere Rückenpartie von Goldberg. Na, Konter von Sanchez ist auch sehr nice. Wer weiß, was daraus sonst geworden wäre. Oder tritt er ihn einfach mal weg. Einfach so, weil er es kann. Und ich glaube, das soll ein Chokes. Nein, Military Press. Slam. Power. Geduld. Und das Cover hat nicht zum Erfolg geführt. Konter von Sanchez. Und da hebt er ihn hoch und legt ihn nach vorne ab. Also Front Suplex. Wenn man das so umnimmt, so jetzt noch ein bisschen Stiefel sauber wischen. Wischi-waschi machen. Und was hat er so vorne? Powerbomb? Tatsache, Sit-Down Powerbomb. Meine Fresse. Sanchez, wie gehst du ab? Ah, nimmt er ihn hoch. Soll wohl jetzt der Brainbuster werden? Ja, es wird der Brainbuster. Ich
meine, das ist der Signature. Und da springt er ihn an, DDT. Der Jump in DDT. Der nicht den Erfolg bringt. Goldberg ist noch mitten im Match dabei. Und ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. You're next! Und hoch und runter. Jackhammer mit Cover. Nein, Sanchez kommt raus. Mann. Und jetzt Bearhug. Oh, das könnte es gewesen sein. So eine tödliche Aktion. Oder kommt Sanchez nochmal raus? Nein, er wandelt es zu einem DDT. Er kommt nicht raus, aber er wandelt es zu einem DDT. Noch ein schöner Konter. Hatte sogar Ähnlichkeit fast mit seinem Finisher, muss man jetzt ehrlich eingestehen. Was macht Goldberg? Der hat gar nichts. Der liegt jetzt auf der Matte. Und Sanchez probiert es gleich nochmal mit dem Cover. Nein, Goldberg strampelt sich frei. Ja, unser goldiger Berg. Der Fels in der Brandung. Zeig deinen Kopf. Führt aber nicht zum Erfolg. Da kommt Sanchez noch einmal raus. Und jetzt gibt es einen, also nicht so eine Art Octopus-Stretch. Gegen Goldberg. Wird Goldberg jetzt tappen? Nein, tut er auch nicht. Sanchez lässt einfach los. Der hat wahrscheinlich gemerkt, dass er den Halt verliert. Und das sieht nach Pump-Apple-Slam. Ganz andere Version. Pump-Able. Oh, ein Roller von Goldberg. Bringt aber nichts. Sanchez dreht's um. Und wieder. Ah, jetzt geht er schon wieder los. Und wir machen weiter mit dem fröhlichen Hin und Her. Der Ref braucht. Ich dachte gerade schon, der Ref braucht gar nicht mehr aufstehen, aber da hat sich das erledigt. Oh, Konter von Sanchez. War das vielleicht ein Finisher-Konter? Ja, Sanchez. Ah, das ging in die Buchse. Das hat nicht getroffen. Oh, nächster Aufgabegriff jetzt von Goldberg. Und das hat den Sieg eingefahren. Goldberg gewinnt gegen Sanchez durch Submission. Hat trotzdem ein sehr schönes Match der beiden. Ja, mal gucken, wen er als Next bezeichnet. Und wir kommen zum Next Match. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Match. Bo Dallas, der Bo Lever, gegen den finster dreinblickenden Hayabusa, den Phoenix unter den Phoenixen. Und da geht's auch direkt los. Schöner Trittabtausch und Kopfschere von Hayabusa. Und da kickt er einfach mal Bo Dallas um. Gut, warum auch nicht? Er darf es ja. Wird den in die Ringecke. Ja, Wechsel. Das ging daneben. So, was sehen wir jetzt? Oh, harte Clothesline hier von den Bo Leaving. Bo Lever. Und Bo Dallas hebt einfach mal Hayabusa raus. Hebt ihn über und schlägt ihn raus, muss ich dazu sagen. Ja, der Ref, der zählt, das hört noch keiner. Weil es auch keinen interessiert. Kopfschere und... da ist Bo Dallas ganz böse auf die Ringtreppe geflogen, meine ich. Und Hayabusa gleich hinterher. Hat auch leicht die Treppe kaschiert. Ja, Power Slam Konter von Bo Dallas. Und Kopfschere und... Wie weit ist denn der Ref? Ich glaube, der Ref ist bei 5, weil Hayabusa, der rennt wieder in den Ring. Bo Dallas hinterher. Ein schöner Dropkick in den Rücken des Bo Leavers. Ja, was ist ja. Mann.
Und da so ein richtig schöner Spin-Kick mit der Ferse. So richtig übers Gesicht drüber gestrichen. Oh, und wird Salty sehr schön und ist super auf den Füßen gelandet. Very, very nice. Oh, das ging auf das Näsele. Harte Schläge hier von Bo Dallas. Was ist denn mit ihm los? Ja, nochmal ein paar Kicks. Und nochmal eine Kopfschläge. Ja, Hayabusa, der Meister der Kopfscheren. Und Bo Dallas, der wirft hier mit seinen Knien um sich. Könnte man so sagen. Und Running Bull. Auch sehr schön gemacht. Und dann geht es nochmal aufs Knie. Wahrscheinlich wieder ihm das Nasenbein irgendwie zertrümmert oder sowas. Dass die Maske von innen auch noch rot wird. Kann ja sein. Und schnell durchgezogener Vertical Suplex. Aber kerzengerade. Schöne Technik. Und ein Roller von Bo Dallas. Nein, und umgedreht in die Brücke. Oder auch noch nicht. Jetzt geht's in die Brücke. Nein, da kommt Hayabusa raus. Aber schön, schön gemacht. Und Knee Drop. Und Hayabusa hat keine Lust mehr. Jetzt kommt das Comeback. Erst der Kick. Dropkick Nummer 1. Dropkick Nummer 2. Und Neckbreaker. Und was werden wir jetzt sehen? Hebt ihn hoch. Das wird nicht der Phoenix. Phoenix Plex. Wurde vom Bo Dallas ausgekontert. Ein Protektor sind auch ausgekontert. Also jetzt kommen wir, glaube ich, in die heiße Phase des Matches. Spear! Und Hayabusa kommt aus dem Cover raus. Und Hayabusa muss nach draußen. Ja, der Bolivar folgt. Und was kommt jetzt? Ja, geht mit ihm eine Runde spazieren, lässt ihn aber dann auch wieder los, wollte ihm wahrscheinlich ein bisschen die Halle zeigen. Und nochmal dasselbe Spielchen. Oh, an den Ringpfosten. Oh, das wird jetzt wehtun. Das wird jetzt verdammt wehtun. Boot to face. Wird Hayabusa da überhaupt nochmal auf? Ja, er steht nochmal auf. Und da jetzt zeigt er einfach mal seinen Finisher, den Phoenix Plex. Bringt es den Erfolg? Nein, bringt es nicht. Und diesen Move haben wir auch schon bei Dragon Kid gesehen. Aber auch Bo Dallas kommt raus, indem er sich einfach mal weiter dreht. Und Cover. Nein, kein Erfolg. Ein schöner Spin-Kick von Hayabusa, dem Meister des Phönixtums. Und ich glaube, jetzt soll es beendet werden. Rope Break. Ach, schade, schade, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Aber außer Spesen nichts gewesen. Sag ich mal.